Im letzten Video haben wir kurz in Verbindung mit dem Mystiker Rasputin die Schamanen erwähnt. Wir gehen von der religiösen Geschichte aus. Wenn wir davon ausgehen, dass die Weltbevölkerung nach der Sintflut Noahs wieder fast bei Null war, so war es der Sohn Japhet, der in Mittelasien mit seinen Hunderten von Nachfahren das Land bevölkert hat. Obwohl Noah und sein Sohn Japhet doch mit der eindeutigen Botschaft eines Gottes kamen, geriet dieser Glaube mit der Zeit in Vergessenheit und man entwickelte selbst neue Religionen, Statuen, Objekte aus der Natur und da fahren wir auf die Schiene des scheinbar wissenschaftlich Unbewiesenen, dämonische Wesen wurden angebetet. Eine dieser vielen Abschweifungen vom Weg des Propheten Noah führte zum Schamanismus. Dieses religiöse Phänomen ist heute noch besonders in Sibirien und auf verschiedenen Inseln verbreitet. Die Schamanen sollen beispielsweise mit bestimmten Techniken Krankheiten hervorrufen und heilen können, kommunizieren in einem Ekstasezustand mit Wesen aus einer anderen Welt und noch weiteres. Doch was passiert in diesen Ritualen tatsächlich, zu denen selbst junge Menschen in Deutschland flüchten, wenn sie beispielsweise psychische Probleme haben? Das hier ist die früheste bekannte bildliche Darstellung eines sibirischen Schamanen aus dem Jahre 1692 vom niederländischen Forscher Nicolaes Witsen. Er machte eine Forschungsreise durch Russland und nannte diese Illustration Priester des Teufels. Nicht ohne Grund bekam es einen solchen Namen. Offiziell steht im Duden als Bedeutung für den Schamanen mit magischen Fähigkeiten, besonders der Fähigkeit, mit Geistern in Verbindung zu treten, ausgestattete männliche Person, die als Priester, Medizinmann oder ähnliches fungiert. Vermutlich stammt das Wort aus dem sanskritischen Wort Sramana, was Bettelmönch bedeutet, oder dem tungusischen Wort Schaman, der Wissende. Auch führen einige Autoren das Wort auf das chinesische Wort Shaman zurück, was Hexe bedeutet. Der Begriff Schamane ist heute etwas breiter gefächert. Nicht zu vergleichen ist diese Religion, wenn man es so nennen darf, mit den großen monotheistischen Religionen, wo es eindeutige Gebote und Verbote gibt. Der Schamane war ursprünglich der spirituelle Spezialist der Ethnien der Kultur Sibiriens, doch heute ist der Schamane ein Sammelbegriff für unterschiedliche religiöse, spirituelle oder rituelle Spezialisten geworden, wodurch manchmal auch von Schamanismen die Rede ist. Interessant auch hier wieder, selbst Geisterbeschwörer, Zauberer, Wahrsager etc. aus Afrika, die mittlerweile doch sehr präsent sind, werden Schamanen genannt. Beispielsweise die in den afroamerikanischen Besessenheitskulten der Karibik und Brasiliens, wie zum Beispiel Voodoo, Umbanda und so weiter. Ihnen werden magische Kräfte zugesprochen und sie nehmen Kontakt zu der Geisterwelt auf. In den Ritualen werden teilweise auch Drogen verwendet. Was passiert in diesen Ritualen und mit wem wird Kontakt aufgenommen? In der klassischen Definition des sibirischen Schamanen heißt es, dass er ein spiritueller Spezialist ist, der bei vollem Bewusstsein eine rituelle Ekstase herbeiführen und dabei den Eindruck haben kann, seine Seele würde den Körper verlassen und ins Jenseits reisen. Sind das fantastische Nebeneffekte unseres komplizierten Gehirns oder steckt da mehr hinter? So viele Geisterbeschwörer auf der Erde. Alles nur Illusion? In dieser Reportage von Petra Hinze sieht man, wie ein Schamane sich in einem ekstatischen Trance befindet. Die Seele macht dabei eine Reise und er fungiert als Medium zwischen den Welten. Um so einen Zustand hervorzurufen, werden je nach Kultur verschiedene Techniken eingesetzt. Das Schlagen bestimmter Rhythmen auf eine Trommel, Tanz, Gesang, Einnahme von Drogen, Meditation und so weiter. Des Weiteren spielt das Einnehmen einer bestimmten Körperhaltung eine wichtige Rolle. Der Schamane hat durch das Training solcher Trancezustände einen scheinbar positiven Effekt. Selbstvertrauen, Konzentration und Wahrnehmung werden verbessert. Die Persönlichkeit wird authentischer und stärker. Fühlst du dich auch manchmal leer und so fern von der Spiritualität? Hast du auch das Gefühl, du bist ein Niemand? In solchen Situationen sucht der Mensch nach dem Außergewöhnlichen und vielleicht sogar nach seiner Bestimmung. Wir schauen uns ein kleines Beispiel einer Schamanin an.
Zoe B. weiß nicht so recht, weshalb sie auf der Welt ist. Sie ist unglücklich und unsicher und auf der Suche nach dem Übersinnlichen und Verborgenen. Sie liest, dass man mit der Ausbildung zur Schamanin lernt, wer man ist und wozu man hier ist. Sie liebte die Natur und somit schien der Schamanismus eine interessante Tür zu sein, um dem näher zu kommen, was über die Natur hinausgeht. Durch eine Psychotherapeutin kommt sie mit Mitte 20 mit dem Schamanismus zum ersten Mal in Berührung. Sie bot ihr an, auch dort einzusteigen. Ihre erste Erfahrung war in einer Schwitzhütte. Sie saß in einer halbkugelförmigen Hütte aus Weiden und hatte dort ihr erstes Ritual. Heiße Steine wurden mit Wasser bespritzt und es wurde Dampf erzeugt. Mittels einer Pfeife trat sie in Verbindung mit den Göttern. Wer waren diese Götter? Sie öffnet ein Tor, das sie lange Zeit nicht schließen kann. Sie beschreibt die Praktiken wie eine Droge, von der sie nicht loskommt. Sie macht Astralreisen oder spricht angeblich mit verstorbenen Personen. Sie macht weiter und ist 12 Jahre lang Schamanin. Doch irgendetwas stimmt nicht. Nimmt sie wirklich Kontakt zu Göttern auf? Bekam sie ihren inneren Frieden? Sie bekommt viele Albträume, hat nachts mit diesen Wesen zu kämpfen, sieht Dinge, die sie nicht sehen möchte, lebt mit der Angst. Dämonen, Geister und Fratzen verfolgen sie. Schlussendlich kommt sie aus diesem Loch raus, indem sie mit diesen Ritualen aufhört. Sie erlitt in einem ihrer Gebete zu diesen Göttern einen extremen Herzschmerz. Das war der Punkt, an dem sie aufhörte. Sie kam zum Christentum zurück und hatte eines aus all diesen Jahren gelernt. Welche Geister sich hinter derartigen Praktiken verbergen, ist erstmal nicht klar. Sind es die Geister des Teufels oder hat es wirklich mit dem Segen Gottes zu tun? Sie persönlich warnt vor solchen Dingen und nennt Beispiele wie Yoga, Homöopathie und Kinesiologie. Der Schamanismus ist nur eine Facette eines immer breiter werdenden Spektrums im Gebiet der Geisterbeschwörung. Wie es der Mensch ursprünglich in solche Bereiche der Natur geschafft hat und wie diese auch bis heute überlebt haben, ist schlussendlich eine ziemlich interessante Frage. Herr, die Not ist groß, die ich rief, die Geister werde ich nun nicht los.